Tage später. Tja, das war wohl ein Schuss, der nach hinten losging. Das Schiff ist weg, alle sind wahrscheinlich ertrunken, ich nehme es mal so an. Und wir sind auf einer einsamen Insel, ohne Badful. Ohne alles aus unserem Inventar. Mein Inventar? Tja, wenn du es in einem Hut aufbewahrst, kann ich auch nichts für. Tja, wir sind mitten im Nirgendwo, wir haben keinen Badful und keine Ahnung, wie wir wieder zurückkommen oder wo wir überhaupt sind. Aber wir stecken erstmal dieses Schaufelblatt ein, das wird uns bestimmt hilfreich sein. Wird es tatsächlich, muss ich auch mal sagen. Ansonsten gibt's hier erstmal nichts. Aber hier gibt's einen total freundlichen Herrn. Und unser Badful! Verrückt! Hey! Du hast etwas eingesammelt, das mir gehört. Oh, wie ich diesen Typen hasse. Ich bin gerade hier gestrandet, weißt du, und ich... es scheint, als könne man mit diesem Typ nicht reden. Sicher? Probier's nochmal, komm, das wird schon klappen. Entschuldige bitte. Hör zu, Kumpel. Ich verabscheue normalerweise Gewalt, weil ich meistens den Kürzeren ziehe. Dennoch, wenn du mir nicht sofort meinen Besitz aushändigst, dann werde ich ziemlich ungemütlich. Bitte, würdest du mir wohl mein Badful geben? Bitte, bitte, bitte! Es gehört nicht dir! Was? Ich sagte, es gehört nicht dir! Hanoi, alles was am Strand gespült wird, gehört dem, der es findet! Aber... das ist doch ganz einfach! Aber... entschuldige mich jetzt! Dieser schreckliche Dialekt, es ist unglaublich. Wir sind an einen Schwaben geraten. Okay, gut, mit ihm gibt es nichts zu bereden, das funktioniert nicht. Aber ich glaube, wenn wir ihn anschauen, werden wir noch kurz einen Kommentar hören dazu. Seine Klamotten beweisen einen erlesenen Geschmack. Okay, das war nicht das, was ich wollte. Probieren wir es doch nochmal mit Reden. Hey, vier Auge. Dieses Hin- und Hergekutsche auch immer. So zeitraubend. Halt! Sprich zu uns. Kann ich meinen Badful jetzt wieder haben? Hanoi, ihr sagt bereits, dass es nicht dir gehört. Alles hier am Strand ist mir. Vor allem die Muschel. Ich liebe Muschel. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Muscheln sind ziemlich langweilig. Deshalb mag ich sie ja so. Du bist der absolute Loser-Typ. Oh? Gut, er will es uns nicht freiwillig geben. Was er einmal in seinen gierigen Griffel bekommen hat, das gibt er nicht freiwillig wieder her. Und wir sehen schon, er ist ein ganz schöner Messi. Der sammelt wirklich alles ein, was er kriegen kann. Okay, dann müssen wir wohl oder übel mit Gewalt ran. Ich glaube, das sagt Simon auch, oder? Keine Chance. Eher unterhalte ich mich mit einer Parkuhr. Okay. Seine Klamotten beweisen einen erlesenen Geschmack. Gut, dann sagt das halt doch nicht. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, das mit Gewalt zu tun hat. Und ich würde sagen, dafür brauchen wir erstmal dieses Handtuch. Handtuch, Gewalt, werdet ihr euch fragen? Ja, das geht. Wir werden es gleich sehen. Auf jeden Fall, erstmal gibt es hier nichts, was wir tun können. Wir gehen in den Dschungel und treffen jemanden wieder, den wir schon kennen. Hey, da ist ja er schon wieder. Nein, sowas. Ich glaube, er möchte den Ballon. Wie auch immer er hier gelandet ist mit seinem kleinen Ballon, er ist ziemlich weit geflogen, offenbar. Gut, aber ich würde sagen, wir tun ihm den Gefallen, ne? Und geben den Ballon mal an den... nicht das große Schild. Ich kann nichts weggeben, was ich gar nicht habe. Ja, ja. Gib den Ballon an den kleinen Jungen. Das hey, wollte ich. Hey, Kleiner, möchtest du den Ballon haben? Eine richtig kleine Quasselstrippe. Oh ja, meine Ohren bluten auch schon. Definitiv. Ich werte das als ein Ja. Mensch, sowas Liebes, sogar mit Bezahlung hier. Nimm dich in Acht, Phileas Fogg. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Gut, der Kleine ist erstmal weg. Naja, das tut mir leid. Wir haben aber fast alles, was wir brauchen, um unser Badful zurückzukriegen. Nein, nicht den. Du sollst den Höhleneingang nicht nehmen. Geh mal zurück.
Ich möchte nicht den Höhleneingang, sondern ich möchte diesen Holzstab. Dankeschön. Denn mit diesem Holzstab können wir eine neue Schaufel bauen. Und das ist mein eigentliches Ansinnen. Nun haben wir alles, was wir brauchen, um dem kleinen Strandsammler eine bösartige Falle zu stellen. Nicht wahr, Simon? Und in Bösartigkeit bist du doch besonders gut. Oh toll, ich baue eine Sandburg. Natürlich, tob dich aus. Werd künstlerisch aktiv. Schaffe Schlössle bauen oder so. Mehrere Stunden später. Es kann nur schön werden. Ein Meisterwerk ohne Übertreibung. Es sieht auf jeden Fall nach moderner Architektur aus. Ich weiß nicht, wo er die Fähnchen her hat, aber gut, hat er wirklich gut gemacht. Also zumindest vom statischen Aspekt her. Das hinzukriegen, ohne dass es zusammenfällt, ist schon eine Leistung. So, aber eigentlich ist nicht die Sandburg für uns entscheidend, sondern dieses Loch. Und über dieses Loch werden wir nun das offenbar sehr steife Handtuch ausrollen. Finde ich auch sehr schön. Man sieht mit keinem bisschen, dass hier irgendeine Delle drin ist oder so. Und dieses Handtuch geht sogar noch weiter. Es ist so steif, dass es sogar die Muschel hält, ohne irgendwie durchzubeulen oder irgendwas. So. Und damit haben wir unseren muschelliebenden Strandsammlerchen eine kleine Falle gestellt. Der hätte nämlich, ja, nicht getauscht. Aber wir wollen ihm mal darauf hinweisen, ne? Hey! Da liegt eine hübsche Muschel auf der anderen Strandseite. Wirklich? Ja, du musst sie dir unbedingt ansehen. Juppaydi! Hol sie dir, Tiger! Sie ist einzig und allein dein! Was ist denn? Dem hab ich's aber gezeigt. Was ist denn da für ein Missgeschick geschehen? Ich weiß es nicht. Nein, wo ist denn der Strandsammler hin, Mensch? Und wo ist die Muschel hin? Auf jeden Fall würde ich sagen, nehmen wir unser Bett wohl wieder an uns. Ja, damit. Und der Rest? Du scheinst in ein Loch gefallen zu sein. Wie konnte das bloß passieren? Danke, dass du auf mein Zeug aufgepasst hast. Was ist mit meinen Muscheln und dem anderen Kram? Na, oh ja, warte. Oh, du willst das haben? Na, wenn du schon so fragst. Halt, das wäre aber gar nicht nett, was du davor hast, oder? Ha, dieser Spinner hat es nicht anders verdient. Das ist deine Chance, es ihm heimzuzahlen. Simon tut so etwas nicht. Er ist ein lieber, braver Junge, oder? Was weißt du denn schon? Los, Simon, zeig dem Burschen, was eine Hake ist. Eigentlich sind wir nur hilfreich. Er wollte es doch so. Leg dich nie mit großen Jungs an, Kumpel. So, damit wäre das Problem Strandsammler beseitigt und wir haben unser Bett voll zurück. Nun gibt es nur noch ein Problem. Wir müssen von dieser vermaledeiten Insel runter, wo auch immer die liegt. Er ist immer noch bewusstlos. Gut, dann lassen wir das mit den Gesprächen. Ich will ihn eh nicht mehr reden hören. Und können noch den Rest der Insel erkunden. Gut, wir haben drei Orte, an die wir gehen können. Einmal hier hinten, nicht das große Schild, sondern die Höhle darunter. Ich glaube, die gehen wir auch mal als erstes. Denn dort werden wir jemanden treffen, den haben wir, sagen wir mal, indirekt getroffen schon im Spiel. Besser gesagt, eigentlich haben wir bisher nur seinen Anrufbeantworter getroffen. Und da steht sie, die Ginflasche. Kann man schon so sagen. Es ist eine Ginflasche. Ein Riesenwortwitz. Zum Geier stört mich hier. Ich bin im Urlaub. Hast du nicht die Nachricht auf meinem Anrufbeantworter gehört? Keine Ruhe.
Ich hätte auf meine Mutter hören sollen. Was hat deine Mutter denn gesagt? Nun, sie sagte, gehe niemals in den öffentlichen Dienst, Fred. Man wird dort nie in Frieden gelassen. Fred? Hast du ein Problem damit? Nein, 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 der Name ist schon okay. Gut, nun kann ich dir vielleicht irgendwie helfen. Auch ich finde, so ein bisschen Fred-artig sieht er schon aus, ne? Na gut, wir wollen mal unsere Wünsche einfordern. Oh, du könntest sagen, ihr habt 3 Wünsche frei, Meister. Ich könnte vielleicht, aber leider gibt es momentan ein paar Probleme. Warum? Wie dir vielleicht schon aufgefallen ist, lebe ich zurzeit in einer Whiskyflasche. Daher habe ich meine 5 Sinne nicht immer ganz beisammen. Du bist sozusagen gerade mehr eine Art Genie. Hey, das war mein Wortwitz. Whisky wäre die treffendere Wahl. Wie dem auch sei, ich übernehme keine Garantien. Also, was möchtest du? Okay, dann ist es also kein Gin, sondern Whisky. Ja, dass sie mir hier einfach die Wortwitze klauen, ist unglaublich. Na gut, dann wollen wir mal schauen. Ich finde da auch, sein Gesicht ist schon so ein bisschen Fred-artig, ne? Sieht schon so ein bisschen wie so ein Fred aus. Wie wär's damit? Ich wünsche mir, dass ich zurück in Kalypsos Laden bin. Alkasim, Alkasam, Alkasum. Auf geht's! Ich glaube nicht, dass ich hier richtig bin. Sind wir falsch abgebogen? Sieht auf jeden Fall nett aus, der Kerl. Entschuldige, Kumpel. Weißt du, wie ich zu Kalypsos Laden finde? Und hat ein noch cooleres Inventar als wir, muss man auch sagen. Nein, aber ich bin sehr an deinen Innereien interessiert. Ich sehe, wir verstehen uns. Der beste Stauraum eines Aliens. Na gut, fertig machen für die OP! Hilfe! Ups! Ein verrücktes grünes Monster wollte sich gerade an meinen Innereien ergötzen und alles, was dir dazu einfällt, ist... Ups! Tut mir leid. Was ist mit dir los? Es liegt am Whisky. Er ist mir zum Kopf gestiegen. Aha. Ich muss einen Weg finden, um ihn wieder nüchtern zu bekommen. Gut, wir wissen jetzt also, wie wir wieder von der Insel herunterkommen. Wir brauchen den Djinn, der uns einen Wunsch erfüllt. Nur dummerweise ist er eben ein bisschen verkatert und da müssen wir was gegen tun. Mal schauen, was sich da so machen lässt. Gut, wir probieren zuerst den hinteren Weg aus, würde ich sagen. Wir werden bloß gleich sehen, der ist versperrt. Nein, sowas. Ich gehe nicht an diesem Hund vorbei. Er sieht bissig aus. Ja, und hier kommt eine sehr absurde Stelle in diesem Spiel. Er geht nicht an dem Hund vorbei, weil der unglaublich bissig ist. Aber wir müssen nun Folgendes tun, um an ihm vorbeizukommen. Wir müssen ihn nehmen. Denn Simon tut etwas, womit man jetzt nicht unbedingt rechnen würde. Ohne jeglichen Kommentar. Wir haben einen Hund dabei. Und zwar einen ziemlich niedlichen Hund. Und wir sehen schon, hier gibt es Kaffee. Ist das nicht schön?